Was ist eigentlich mit der Wasserader, die man auf meinem Grundstück gefunden hat? Ach, du meinst, dass Frau Ebinger mit ihrer Wünschelrute erspäht hat? Kann ich hier so einfach anzapfen? Ja, solange du nicht mehr als 5 Kubikmeter pro Tag entnimmst, ist das in Niedersachsen sogar genehmigungsfrei. Darf ich die anzapfen? Na, solange du nicht mehr als 5 Kubikmeter pro Tag... Darf ich die anzapfen? Ja, solange du nicht mehr als 5 Kubikmeter pro Tag entnimmst, ist das in Niedersachsen sogar genehmigungsfrei. Und weißt du was? Du wirst vor Bleid erlassen. Das ist mir jetzt peinlich. Dann kommt mein Satz. Darauf habe ich gewartet. Ach so. Als ob dir jemals ein Stichwort wichtig gewesen wäre. Ja, in dem Fall schon. Das wird ja so. Du kennst mich doch jetzt. Geh doch einfach dazwischen und hilf dem Mann. Der lässt dann hängen. Hilf doch. Nein, ist ja gar nicht. Du in einer schweren Kluft, der Sauerflasche oft. Aber an diesen Verträgen hängen eine Menge Arbeitsplätze für die Stadt ab. Wie bitte? Und Gunther wird wollen, dass sie ihn repräsentiert. Bei all der An den Verträgen hängen jede Menge Arbeitsplätze für die Stadt ab. Dran. Dran, jetzt diesmal dran. Was zählt, ist Teamgeist. Und ich glaube, vor allem da haben die Kolleginnen... Du verrennst dich. Wenn es nur um meinen Ruf ginge... War das zu früh? Nein, wenn nicht, muss ich sagen. Genau. Nein, wenn nicht, muss ich sagen, ja. Danke. Ich sag's ja. Ich reg mich nicht auf. Ja. Bitte, sag's noch mal. Danke. Jetzt gibt es einen nachweisbaren Beweis. Die können sich auf Gas gefasst machen. Diese Drecksäcke. Heute ist wirklich Pech und Pannen und Pleiten. Wieso? Ich habe gedacht, Sie folgen Ihrer Zeugin ins Freundeschutz. Meine Haufen? Das sind die Haufen von... Unterstellen Sie mir etwa, dass ich Ihnen Unterstellungen unterstelle? Das ist doch bestimmt im Krankenhaus so wie überall, oder? Sie haben sich schon oft getäuscht. Daran wird sich vermutlich auch in Zukunft... Das wollten wir gemeinsam machen. Das Projekt war, dass wir zwei das... Ach super, die Teamversprechung verschiebt sie nach hinten. Teamversprecher. Nicht schlecht. So. Ja? Ach, ich bin jetzt dran. Oh, Scheiße. Ja. Ich hab's vermasselt. Noch einer. Ich hab Erika von ihren Heirats... Oh, dass ich allein auf einem Gut lebe, das ist mein Haum. Ja, bitte? Ach, Entschuldigung, ich bin gegen die Tür gerannt. Ah, das tut mir leid, Herr Waller, dass ich Ihnen solche Unannehmlichkeiten bereite, aber ich dachte, es wäre in Ihrem Interesse. Der Gast wollte die Maske unbedingt haben. Er hat sogar 100 € mehr gezahlt, um sie sofort mitnehmen zu können. Ja, ich hatte früher mal 600 €. Haben Sie die noch auf Tasche? Haben Sie die noch behalten? Danke. Sie müssen sparen, aber nicht am falschen Ende. Ja, Frau Ebinger, nicht Flickenschäfi. Der Berger, immer einen kleinen Scherz auf den Lippen. Ich habe nachher noch Menschenskinder. Ein Stuhlgang? Ja, nein, mit... Alles gut. Ben zu dir zu Pan, schnell. Ich bin bereit, Sie wieder als Zimmermädchen anzustellen, bis Sie Ihren finanziellen Engpass überwunden haben. Dich. Wenn es nur um meinen Ruf ginge, war das zu früh? Nein, wenn nicht, muss ich sagen. Genau. Nein, wenn nicht, muss ich sagen, ja. Danke. Ich sag's ja. Ich reg mich nicht auf. Ja. Bitte, sag's noch mal. Danke. Jetzt gibt es einen nachweisbaren Beweis. Die können sich auf Gas gefasst machen. Diese Drecksäcke. Heute ist wirklich Pech und Pannen und Pleiten. Wieso? Ich habe gedacht, Sie folgen Ihrer Zeugin ins Freundeschutz. Meine Haufen? Das sind die Haufen von... Unterstellen Sie mir... Heirats. Oh, dass ich allein auf einem Gut lebe, das ist mein Haum. Ja, bitte? Ach, Entschuldigung, ich bin gegen die Tür gerannt.
Ah, das tut mir leid, Herr Waller, dass ich Ihnen solche Unannehmlichkeiten bereite, aber ich dachte, es wäre in Ihrem Interesse. Der Gast wollte die Maske unbedingt haben. Er hat sogar 100 Euro mehr gezahlt, um sie sofort mitnehmen zu können. Ja, ich hatte früher mal 600 Euro. Haben Sie die noch auf Tasche? Haben Sie die noch behalten? Danke. Sie müssen sparen, aber nicht am falschen Ende. Hör auf, Frau Hebinger. Nicht wäre jemals ein Stichwort wichtig gewesen. Ja, in dem Fall schon. Das wird ja so. Du kennst mich doch jetzt. Geh doch einfach dazwischen und hilf dem Mann. Der lässt dann hängen. Hilf doch dem Mann. Ist ja gar gut. Du in einer schweren Kluft, der Sauerflasche oft. Aber an diesen Verträgen hängen eine Menge Arbeitsplätze für die Stadt ab. Wie bitte? Und Gunther wird wollen, dass sie ihn repräsentiert. Bei all der An den Verträgen hängen jede Menge Arbeitsplätze für die Stadt ab. Dran. Dran, jetzt diesmal dran. Was zählt, ist Teamgeist. Und ich glaube, vor allem da haben die Kolleginnen... Du verrennst... Etwa, dass ich Ihnen Unterstellungen unterstelle? Das ist doch bestimmt im Krankenhaus so wie überall, oder? Sie haben sich schon oft getäuscht. Daran wird sich vermutlich auch in Zukunft... Das wollten wir gemeinsam machen. Das Projekt war, dass wir zwei... Ach super, die Teamversprechung verschiebt sie nach hinten. Teamversprecher. Nicht schlecht. So. Ja? Ach, ich bin jetzt dran. Oh, Scheiße. Ja. Ich hab's vermasselt. Noch einer. Ich hab Erika von Jan... Was ist eigentlich mit der Wasserader, die man auf meinem Grundstück gefunden hat? Ach, du meinst, dass Frau Ebinger mit ihrer Wünschelrute erspäht hat? Kann ich hier so einfach anzapfen? Ja, solange du nicht mehr als 5 Kubikmeter pro Tag entnimmst, ist das in Niedersachsen sogar genehmigungsfrei. Darf ich die anzapfen? Ja, solange du nicht mehr als 5 Kubikmeter pro Tag... Darf ich die anzapfen? Ja, solange du nicht mehr als 5 Kubikmeter pro Tag entnimmst, ist das in Niedersachsen sogar genehmigungsfrei. Und weißt du was? Du wirst vor Bleid erlassen. Das ist mir jetzt peinlich. Dann kommt mein Satz. Darauf habe ich gewartet. Ach so. Also.